Leoncini Fabio steht jetzt bei mir beim Interview, aber er steht nicht allein da, sondern mit dir, Toni. Du wirst dankenswerterweise übersetzen auf Spanisch. Der Fabio war schon mal bei uns vor 2 Jahren. Damals hat er sich aber nicht durchgesetzt, weil er war als 4. Ausländer bei uns. Und jetzt ist er wieder zurückgekehrt zu Wiener Viktoria. Wie ist denn dazu gekommen? Yo he vuelto porque creo que aquí yo voy a crecer. Ja, also er will sich weiterentwickeln und das glaubt er, kann er hier sehr gut, weil er einen sehr guten Trainer hat. Und ich kann ihm viel beibringen, meint er, weil ich ein großer Spieler selbst war. Quiero siempre aprender más. Seit der Oberliga hat sich ja doch einiges beim Verein verändert. Auch für ihn ist wahrscheinlich einiges neu. Wie sind so die ersten Eindrücke für ihn? Es ist eine neue Situation para ti, lógicamente. Hay otros jugadores aquí. Se ha cambiado mucho. ¿Cómo es tu impresión? Mi impresión, primero es bueno. Buenos jugadores ahora acá, de mucha calidad. Ja, er sagt, er ist gut aufgenommen worden hier. Er hat eine tolle Mannschaft vorgefunden, er fühlt sich sehr wohl und er denkt, dass er in den letzten 2 Jahren besser geworden ist und deswegen glaubt auch, dass er einen Stammplatz ergattern wird. Sein letzter Verein war in Sao Paulo. Wo liegen so die großen Unterschiede zwischen Fußball in Brasilien bzw. Fußball in Österreich hier? Creo que aquí es fútbol es más fuerte, tiene más contacto. Ja, sagt hier ist die Passqualität, die Passgeschwindigkeit schneller. In Brasilien hat man mehr Zeit, um diese technischen Gusto-Stücke auszuführen. Von daher glaubt er, dass er sich erst einmal gewöhnen muss, aber dann wird er dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Wo sieht er die Wiener Viktoria am Ende der Saison in der Tabelle? ¿Cómo ves a Viktoria al final de la temporada? Bien, creo que vamos. Ja, er sagt, wir haben eine gute Mannschaft. Wir können vorne mitspielen. Es wird kein Spaziergang werden, es wird schwierig werden. Aber er hat Vertrauen, dass wir vielleicht, wenn alles klappt, dann wieder aufsteigen können in die Regionalliga. Pero seguro que vamos a estar peleando para estar bien. Pero trabajando mucho y haciendo un buen trabajo.